Klinik am Südring. Für das Team der Spätschicht ist der Dienst bislang eher ruhig verlaufen. Doch gleich soll ein Gewaltverbrechen die Notaufnahme in Atem halten. Klinik am Südring, guten Tag. Ja. Oh, Schwester, ja, okay. Du siehst jemanden. Wir brauchen jemand Hilfe. Also, dann halt du mal den Kopf. Ja, ja. Ich halte ihn blutet. Nee, leider nicht. Sie ist bewusstlos. Okay. Sie blutet hier auch an der Seite. Bremse. Ich halte die Hand drauf. So. Kommen Sie, hallo. Hier. Können Sie mich hören? Mein Name ist Dr. Becker. Hallo. Auf die Trage, okay. Schnell. Okay. In dem Moment, in dem so ein Patient vor der Krankenhaustür gefunden wird, denkt man als Arzt nicht über die Umstände der Verletzung nach, sondern darüber, wie geht es dem Patienten, was muss als nächstes passieren, welche Maßnahmen sind wichtig. Es war offensichtlich eine schwer verletzte junge Frau, die direkt vor der Tür des Krankenhauses zusammengebrochen war, mit einer blutenden Wunde im Bauchbereich. Oh, oh Gott, okay, das ist eine Blutung. Oh mein Gott. Das ist doch eine Stichverletzung. Ja. Aber was für eine. Du, Linda, kommst du recht? Ich muss der Polizei Bescheid sagen. Okay, ich gehe. Das am ehesten von einer Stichverletzung in diesem Bereich betroffene Organ war die Milz. Die Milz ist ein extrem gut durchblutetes Organ, was bedeutet, sofern ihre Kapsel durch die Verletzung reißt, durchtrennt wird, dass auch extrem viel Blut aus diesem Organ in die Bauchhöhle läuft. Bei jedweder Milzverletzung kann entweder zeitlich oder verletzungsmusterabhängig der Blutverlust ganz massiv sein und direkt zum Tode führen. Okay, EKG? Alles. Alles komplett zusammen. Und Ultraschall kommen wir auch schnell. Da die Patientin womöglich niedergestochen wurde, wird sofort die Polizei verständigt. Per Ultraschall will Dr. Becker nun herausfinden, wie schwerwiegend die Verletzung der Milz ist. Gut, reicht schon. Das ist freie Flüssigkeit. Wir müssen ganz schnell fertig machen. Ja. Aber ganz schnell. Blutdruck hattest du gemessen, sagen. Ja, Nancy? Ja, 85. Scheiße. Das ist ein Milzriss und es ist auch schon freie Flüssigkeit da. Aber es ist ein kleiner Riss, also wir haben noch ein bisschen Zeit. Eine Minute ist die Polizei. Gib mir mal Sauerstoff, bitte auch. Sauerstoff oder... Bebeuteln oder Maske? Bebeuteln. Okay. Man muss die Hypothese, dass eine Milzverletzung vorliegt, dadurch nachweisen, dass man entweder direkt in der Milz die Verletzung sehen kann oder dass zumindest bei sehr kleinen Verletzungen freie Flüssigkeit, das heißt in dem Fall Blut, im Ultraschall nachweisbar ist. Bei der Patientin konnte man beides sehen, einen Riss in der Milz und freie Flüssigkeit. Ich habe ein Amulett in der Hand. Hat die Ausweispapiere gefunden? Irgendetwas? Ich habe gar nichts. Also schau mal. Okay. Aber sie hört uns auch nicht. Okay, hallo? Jetzt erstmal. Wenn sie Milzriss hat, muss sie wahrscheinlich. Es ist kein großer, aber es ist schon freie Flüssigkeit. Also sie muss so oder so gleich in den OP, aber wir können sie noch primär versorgen, zumindest. Alles klar. Die Überprüfung der Vitalfunktion ist immer die erste Maßnahme. Diese ergab, dass eine Kreislaufinstabilität vorlag. Am wichtigsten war zunächst die Sauerstoffgabe, worauf die Patientin sich ein bisschen stabilisierte. Die präschockige Kreislaufsituation, das heißt ein schneller Puls bei einem sehr niedrigen Blutdruck, blieb bestehen, aber ebenfalls stabil. Wir haben uns dann entschlossen, die weitere Stabilisierung durch Gabe von Volumen herbeizuführen und noch weitere Diagnostik im Schockraum zu beginnen. Hallo. Okay, sie bleibt bei 150. Der ist immer noch tachykardisch. Der Puls ist noch ganz okay. Ja, aber der Puls ist noch ganz okay. Hast du im OP Bescheid gesagt, Nancy? Ich rufe gleich an. Haben Sie ein Telefon dabei? Dann rufe ich von hier an. Mach da weiter. Ich rufe schon, oder? Machst du? Okay, mach du. Wir sollen alles vom Notlaboratorium fertig machen. Okay. Wahrscheinlich Milzriss, aber noch keine komplette Ruptur. Während die Not-OP vorbereitet wird, erreicht die alarmierte Polizei die Klinik. Ob die unbekannte Frau Opfer eines Verbrechens ist, wollen Ingrid Hall und Arne Schneider klären.
Ich muss sofort in den OP. Konnte ihr irgendwas vom Peter sagen vielleicht? Wir haben Kameras. Fragen Sie bitte Schwester Heike. Ich weiß nicht. Ansprechbar ist sie nicht, ja. Das ist gut. Nein, sie ist nicht ansprechbar. Okay. Wir wissen auch nichts über Personalien. Wir haben nur ein Amulett gefunden mit einem Kinderfoto. Heike, das muss ins Labor ganz schnell. Ja. Wenn wir einen Anruf aus einem Krankenhaus erhalten, weil eine Patientin mit einer Verletzung eingeliefert wurde, die möglicherweise aus einer Straftat stammt, ist ja erstmal das Personal oder auch der Arzt verpflichtet, uns zu informieren. Wir fahren dann sofort dorthin, nehmen erstmal Rücksprache mit dem Arzt auf, ob er uns irgendwelche Erkenntnisse geben kann, wie schwer die Verletzung ist und ob möglicherweise Hinweise auf die Identität der Person vorliegen. Auf Videos haben Sie jetzt hier, haben Sie gesagt. Das können wir uns angucken, dass da Videoaufnahmen geben, also, selbstverständlich. Wir können ja momentan mit der Patientin noch gar nicht sprechen. Ist noch nicht ansprechbar. Weil wir haben hier rund um die Uhr, 24 Stunden, haben wir hier Videoaufnahmen. Also wir können hier alles überwachen. Das wäre super, wenn wir uns das mal angucken können, weil da könnte ja Hinweise drauf sein. Ja? Okay. Da wir keinerlei Anhaltspunkte hatten, wer diese Frau ist und wie sie dorthin gekommen ist, haben wir dann nachgefragt, ob möglicherweise dort eine Videoanlage installiert war und ob wir diese Videoaufnahmen mal einsehen könnten. Nämlich anhand dieser Videoaufnahmen können wir dann weitere Ermittlungen anstellen. Hat sie das dabei gehabt oder wo hast du das jetzt? Ja, das hat sie ganz fest in der Hand gehabt. Okay. Und so sieht es aus, als ob es, weiß nicht, ein Kind von ihr halt ist, ne? Eine Tochter? Das ist die auch ein bisschen ähnlich, finde ich. Ich auch, ne? Okay. Naja, ich schreibe das gleich im Sachenverzeichnis auf und dann dokumentiere ich das alles und dann gebe ich ihr das nachher. Und dann schreibt sie mir, wenn sie OP gut überstanden hat. Können Sie uns ganz kurz schauen, bitte? Ja. Hallo? Hallo. Ich habe das Kind raus auf der Straße gefunden. Das war total verfallen. Sie sind jetzt nicht der Papa? Ich bin nicht der Vater. Wer bist du denn? Ich habe sie gesehen und... ja, die war total verwirrt. Dann habe ich sie jetzt mal hier hingebracht. Okay. Schau mal, bist du das hier auf dem Bild? Ja? Mir wurde dann klar, dass das Mädchen, das gerade in die Notaufnahme kam, das gleiche Mädchen war, was ich zuvor auf dem Foto gesehen hatte. Das war so identisch gewesen. Vorher hatte ich mich noch mit der Nancy unterhalten, mit der Schwester Nancy. Und wir haben beide uns angeguckt und dachten, ja, das ist die Kleine, die gerade vor uns steht. Wie heißt du denn? Ich bin die Linda. Ich bin die Lena. Melena? Schöner Name. Ja. Und der Papa, wo ist der? Der ist im Ausland. Ah, der ist im Ausland, okay. Gut, und deine Mama? Wahrscheinlich. Bestimmt. Ja. Wir nehmen dich jetzt erstmal mit, okay? Wir können meine Oma Christine Wagner anrufen. Ah, okay. Hast du eine Nummer oder irgendwie sowas? Hast du da was dabei? Nein. Darf ich mal gucken? Vielleicht hast du irgendwie was drin in deiner Tasche? Es ist ganz, ganz wichtig, Angehörige in solchen Situationen zu suchen bzw. zu finden, besonders für das Kind, was alleine hier in der Notaufnahme war. Und dass wir dann erstmal dem Kind wieder Schutz bieten konnten und dass die Melena auch wieder eine Bezugsperson bei sich hat. Melena, kommst du erstmal mit uns? Na? Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Das Mädchen ist tatsächlich die Tochter der unbekannten Frau. Dass die 10-Jährige allein und völlig verwirrt von einem Passanten entdeckt wurde, gibt der Polizei Rätsel auf. Er hat sie einfach auf der Straße gefunden. Genau. Ja, aber der ist jetzt nicht mehr draußen im Wartezimmer oder so. Nee, vielleicht. Nee. Der wollte auch schnell wieder los. Helena, guck dich noch mal an. Tut dir irgendwo irgendwas weh? Ah, und zwar sie jetzt erstmal wichtiger. 160. Okay. 160. Und sie hat um die 100. Helena, okay. Magst du mit mir reden? Schau mich doch mal an. Melena, erzähl uns bitte, was passiert ist. Komm, wir wollen dir doch nur helfen, Melena. Zu viele Menschen. Ich glaube, das überfordert sie jetzt ein bisschen. Das ist dann auch ein bisschen Schocker. Wir brauchen auch ein Bett für sie. Wir sind anfänglich überhaupt gar nicht an die Kleine herangekommen. Sie stand völlig unter Schock, war teils traumatisiert gewesen. Und dann noch so viele Menschen um sie herum, das war eine totale Reizüberflutung für die Kleine. Hey! Alles gut? Vielleicht sagt sie Ihnen ja, was passiert ist. Muss irgendwas Schlimmes passiert sein, dass sie so unter Schock steht? Was ist denn passiert? Ein Mann, er hat probiert, ein Auto aufzubrechen. Und dann hat Mama probiert, ihn aufzuhalten. Und dann kam der Mann und hat die gestochen mit dem Messer. Ach, du hast alles gesehen, du arme Maus. Kannst du uns sagen, wie der ausgesehen hat, der Mann, damit wir den fangen können, wenn er so böse ist?
Auch dein Herzchen klopft ja ganz wild. Würdest du den wiedererkennen, den Mann? Ja. Wie würdest du den wiedererkennen? Kannst du den beschreiben in etwa? Komm, Oma, nimm dich erstmal. Wer die schwer verletzte Mutter nach der Attacke durch den Unbekannten zur Notaufnahme gebracht hat, ist noch fraglich. Die Bilder der Überwachungskamera bringen hierzu beunruhigende Hinweise ans Licht. Aber kennst du da jemanden? Nee. Aber? Das ist ein blöder Winkel. Hier steigt einer aus. Der hat eine Mütze auf. Eine schwarze Mütze, grüne Jacke. Ja. Der geht an die Beifahrerseite. Und. Ja, da legt er die. Ja, genau, jetzt legt er genau hier für den Das Kühlschrank. Ist die junge Dame, die vorhin auf der Bar war. Ne? Ja, ja. Jetzt geht er. Jetzt fährt er wieder weg. Fährt er wieder weg. Okay. Gut. Und noch was? Das ist noch was. Es muss nicht zwangsläufig der Täter sein. Es ist zu vermuten, dass es der Täter ist. Aber er muss es nicht sein. Es kann ja auch sein, dass es ein Zeuge ist, der diese Frau verletzt am Straßenrand gefunden hatte. Es gab eine zweite Videosequenz, die wir uns angeschaut haben. Auf dieser Sequenz oder auf diesem Videofilm haben wir eigentlich die Person wiedererkannt, die auf Fahrer des PKWs war, der diese verletzte Person hier abgelegt hat. Er hat eine auffallende Basketmütze getragen und war Brillenträger. Und so war er auch auf dem zweiten Video zu erkennen. Der kam also hier in den Wartebereich des Krankenhauses, hat sich hingesetzt, schien einen sehr nervösen, aufgeregten Eindruck zu machen. Er schaute zur Uhr, er schaute sich um. Und was wir eigentlich erwartet haben, er hätte das Krankenhaus wieder verlassen, das war nicht so. Er ging nämlich dann in den Bereich, wo die weiteren Krankenzimmer waren. Da müssen wir doch jetzt da Bescheid sagen, das ist doch gefährlich. Haben Sie, die Station ist belegt. Dann gehen wir einfach mal auf die Station, gucken mal. Der muss sich da zumindest noch aufhalten. Ja. Ich bringe ihn hin. In Begleitung von Dr. Becker kontrollieren die Beamten sofort die Patientenzimmer. Da der gesuchte Mann bewaffnet sein könnte, ist äußerste Vorsicht geboten. Das ist immer noch frei. Hier? Hallo? Keiner da. Keiner da. Hallo? Hallo, stehen Sie mal auf! Hallo, Sie hinter dem Bett? Stehen Sie einmal auf! Sie haben ihn. Einmal aufstehen, warum verstecken Sie sich da? Warum verstecken Sie sich da? Die Hände nach oben, hinter den Kopf, einmal nach vorne kommen, an die Wand stellen. An die Wand stellen nach vorne. Nachdem diese männliche Person aufgestanden ist, haben wir ihn auch ganz eindeutig als die Person wiedererkannt, die wir auf den Videosequenzen gesehen haben. Wir haben ihn dann an die Wand gestellt, aus Eigensicherungsgründen erst einmal durchsucht. Und als wir ihm dann die Handfesseln angelegt haben, haben wir gesehen, dass er eine blutverschmierte Hand hatte. Die Leitstelle soll immer feststellen, ob auf seinen Namen PKW zugelassen ist. Ja. Dann müsste er ja auch hier irgendwo in der Nähe abgestellt sein. Da dürfte sich ja dann möglicherweise auch das Messer befinden. Ne? Ja. Haben Sie ein Auto auf sich zugelassen? Wollen Sie dazu was sagen? Nein, ich sag gar nichts. Sagen wir nichts. Okay, kein Problem. Ja. Wir bleiben jetzt mal erst hier stehen, ja? So. Arnold für den 14.28. Wir haben dann den mutmaßlichen Täter mit unseren Vorwürfen konfrontiert. Er sagte nichts, er muss sie auch nicht sagen. Er hat also ein Aussageverweigerungsrecht, der muss bei der Polizei grundsätzlich gar nichts sagen. Wir haben dann den Arzt noch gebeten, einmal hier diese Blutanhaftungen zu sichern und auch eine Speichelprobe zu veranlassen, damit wir später mal Sachbeweise haben, um ihn als Täter zu überführen. Bitte einmal feststellen, ob auf die Person ein PKW zugelassen ist. Wenn ja, bitte das Kennzeichen und den Typ durchgeben. Verstanden. So. Okay. Dann gehen wir mit ihm mal rüber, ne? Der Mann soll nun mit dem belastenden Video der Überwachungskamera konfrontiert werden. Auf dem Weg dorthin wird er von der Tochter des Opfers erkannt und will daraufhin die Flucht ergreifen. Hey! Auf den Boden! Auf den Boden! Warum machst du hier so ein Mac-Mac? Was soll das? Warum versuchst du zu flüchten? Ich glaube, wir brauchen das Video gar nicht mehr. Nee, ich denke auch nicht. Ein Geständnis genug sein, ne? Ich auch nicht. Warte mal kurz. Ja, Sie tun mir weh. Arnold, wir haben hier einen Fluchtversuch, einen Widerstand, eine Festnahme. Ich komme gleich neu. Okay, also, wir werden dich jetzt noch mal aufrichten. Du wirst nicht wegrennen, haben wir uns verstanden? Ja. Okay, willst du jetzt irgendwas zur Sache aussagen oder nicht? Ich hätte da noch eine Kleinigkeit gefunden. Ah, wo haben Sie die denn gefunden? Im Patientenzimmer. Da oben. Okay. Ja. Ist das Ihre Jacke? Ja. Guck mal rein, ob da ein Messer oder sowas drin ist. Ich guck mal nach. Sind die Autoschlüssel zumindest schon mal drin? Das ist schon mal gut.
Der Herr Jäger muss sich für mehrere Straftatbestände verantworten. Einmal geht es hier um den Pkw-Diebstahl, des Weiteren um die gefährliche Körperverletzung, vielleicht sogar eine schwere Körperverletzung. Das Opfer hatte einen Milzriss. Und inwieweit das alles nun mal vollständig ausheilt, bleibt mir erst dahingestellt. Seine Handlung, das Opfer hier zum Krankenhaus zu bringen, könnte man vielleicht als tätige Reue ansehen. Inwieweit das dann auf das Strafmaß, das strafmildernde Umstände hat, muss der Staatsanwalt entscheiden. Als du gerade mit dem hier durchgekommen. Hallo Milena, wie fühlst du dich denn jetzt? Hast du ihn wieder erkannt? Der will uns natürlich nicht sagen, aber wir wissen, was er gemacht hat und wir nehmen den jetzt mit zur Polizei. Hat sie ihn erkannt? Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Ja, der kommt nicht mehr raus. Ja? Für deine Mama wünsche ich dir. Du, ich habe da besser. Gute Nachrichten. Deiner Mama geht es schon viel besser. Die OP ist fast fertig. Siehst ja? Du. Guck, jetzt kannst du schon ein bisschen lachen. Ne? Ja? Kannst du lachen? Ja. Alles klar. Okay. Ja. Unser Einsatz ist hier beendet. Na, ja. Gott sei Dank ist Glimpfe ja, rausgekommen. Ja, guck mal da, was du da ja, noch bekommst. Ja. Ja. Ne? Ja. Super. So, dann sage ich ja. Tschüss. Ne? Ihnen ja. auch. Danke vielen Dank. Ja. Ne? Tschüss, bis zum ja, nächsten Mal. Wir haben zu danken. Ja, nicht so schnell. Ne? Ja, nee. Tschüss. 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 Heute war ich Krankenschwester, Psychologin, Seelsorgerin und ja, alles, was die Flexibilität des Berufs überhaupt in Anspruch nimmt. Und ja, auch hier war ich natürlich mit Herz dabei und ich bin froh, dass die Milena jetzt wieder auf dem Weg nach Hause ist. Ich kann gerne vorne in der Halle warten, bis ja. Ihre Tochter dann auf der Station ist. Ja, machen wir auf jeden Fall. Und dann dürfen Sie sie auch ganz bald besuchen. Nach überstandener OP darf das kleine Mädchen endlich zu seiner Mutter ans Krankenbett. Dass die Messerattacke keine schlimmeren Folgen hatte, freut auch den erfahrenen Arzt. Aber sie hat wirklich Glück gehabt. Gott sei Dank. Hat man es Ihnen im Aufwachraum schon gesagt, Frau Wagner? Die Milz konnte sogar drin bleiben. Das ist ganz selten. Aber der Riss bzw. die Schnittverletzung der Milz war doch so klein, dass man es vernähen konnte. Also keine Milzruptur. Keine Zerstörung, große Zerstörung von Milzgewebe. Sie werden nicht mit irgendwelchen Blutbildveränderungen oder in der Spätfolge mit einer leichten Abwehrschwäche bei Infektionen rechnen müssen. Die junge Frau wird sich mit absoluter Sicherheit oder mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit vollständig erholen. Es ist nicht mit Spätfolgen zu rechnen, weil ihre Milz drin geblieben ist. Die Abschätzung, wann sie gehen kann, kann ich jetzt noch nicht machen. Das hängt ein bisschen von den Laborwerten ab und auch davon, ob diese Naht wirklich hält oder ob doch noch wieder Blut aus der Milz in die Bauchhöhle entweicht. Weil das eher selten gelingt, sind wir ein bisschen vorsichtig und behalten sie noch mal ein paar Tage da, einfach um sicher zu sein, dass diese sehr diffizile Naht nicht wieder aufgeht. Ja? Also täglich Ultraschall, täglich Laborkontrollen. Rechnen Sie mal lieber mit 8 bis 10 als mit 5 bis 7 Tagen. Ja. Ja? Danke, Doktor. Ja, super. Gut. Vielen Dank. Möchten Sie sonst Dank noch auch. Irgendwas wissen? Nein. Dann für Sie gute Nacht und Sie verabschieden sich besser so in einer Viertelstunde. Ne? Machen wir, ja. Also. Vielen Dank auch. Ne? Ja, tschüss. Gott sei Dank auch. Der Heilungsprozess der Mutter verlief ohne Komplikationen. Nach 2 Wochen konnte die Patientin das Krankenhaus wieder verlassen. Der festgenommene Mann wurde als Täter überführt und wegen gefährlicher Körperverletzung und Autodiebstahls verurteilt.